Willkommen zu unserem neuesten Video. In dieser Folge sind wir an der Zieverischer Mühle, insgesamt zu viert, und probierten es beim Nachtangeln auf Afrowels. Wenn man sich zum Nachtangeln anmeldet, hat man die Möglichkeit, direkt Plätze zu reservieren, was in unserem Fall wirklich Sinn gemacht hat. Somit konnten wir zu viert gemeinsam angeln. Toni legte direkt einen Blitzstart hin, wir waren noch keine Viertelstunde am Wasser und der erste Afro hing schon. Um schnell herauszufinden, auf welche Köder die Afros an diesem Tag beißen sollten, haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und jeder angelte zu Beginn mit verschiedenen Ködern. Als Köderpalette haben wir dabei Räucherlachs, Maden, Tauwürmer, Dendrobenas, Mehlwürmer, große, kleine. Meine Köderwahl fiel zu Beginn auf normale Fleischmaden. Als Routen verwende ich seit diesem Jahr die Diver Ninja 10 Feet 2 Lips zusammen mit der Shimano Baitrunner 4000er und eine 0,25er GTM Stroft. Machen wir eine Radlerrunde, ne? Die Montagen werden relativ ufernah geangelt. Ich habe sie am Anfang auch relativ kurz unter der Oberfläche gehalten, zwischen 30 und 40 cm. Tagsüber sind die Köderfische ein bisschen nervig, aber sobald es dunkel wird, lassen die Bisse auf Köderfische nach und die Afrowelse können sich in Ruhe den Köder suchen. Ich kann einen von hier sehen. Einer liegt direkt hier vor mir. Den lasse ich mal langsam runter jetzt. Das ist die Backe, wo du vorne durchguckst. Da unten. Ja. Ein typisches Verhalten von den Afros ist, die legen sich am Ufer ins Kraut oder ans Schilf und warten dann, dass was vorbeischwimmt. In dem Fall habe ich jetzt die Maden runtergelassen vor die Barteln und durch den Raubreflex schnappen die direkt nach. Ja, hat nochmal genommen. Hängt. Aber ganz kleiner. Das sollte auch der kleinste des Tages geblieben sein. Die nächsten werden größer. Ja. Das sind die besten Geräusche. Und runtergelassen vor die Barteln. Hat er gesehen. Hier sind wir süß. Dicke Hechte hatte Alex auch drin. Ich habe eine Woche zuvor einen gesehen, direkt an meinem Angelplatz von 90 cm. Was auch recht gut funktioniert auf Afrowels, das sind abgepackte kleine Stinte aus der Aquaristik, die sind tiefgefroren. Ich krieg die bei uns im Fressnapf, ohne Werbung machen zu wollen. Wahrscheinlich auch bei anderen Aquaristikläden sind die zu bekommen. Sind praktisch in so einer wiederverschließbaren Zipptüte und man kann die wunderbar leicht angetaut im Haken anködern. In dem Fall habe ich den Köderfisch noch mit 2-3 Fleischmaden garniert, um das Verrutschen auf dem Haken zu vermeiden. Erstmal gemütlich machen. Ich kann das aushalten.
Toni wollte nur seine Montage nochmal kontrollieren, ob alles soweit passt. Die Route ein bisschen angehoben, dadurch den Köder ein bisschen hochgelupft und in dem Moment schnappte der Afrowels zu. Hier probierte ich auch wieder einen Afro auf sich zu fangen. Ich ließ wieder die Maden langsam runter, so dass er die Barteln berührt. Und sobald wirklich der Afrowels an den Barteln irgendwas spürt, schnappt er direkt nach. Hier kann man schön sehen, dass direkt an der Pose Blasen hochkommen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der Afrowels den Köder genommen hat. Dann passiert das, was nicht passieren soll. Beim Anhieb reißt die Schnur. Scheinbar hat sich die Schnur einmal oben in den Spitzenring gewickelt und beim Anhieb war sie durch. Eine 0,25er. Trotzdem abgerissen. Sehr ärgerlich. Erstmal den Kescher holen, die Pose wieder retten und dann einmal neu basteln. Nützt ja nichts. Was macht denn der Toni in der Zeit, wenn ich am Basteln bin? Natürlich Afrowels zu fangen. Petri Toni, ich glaube dein dritter in der kurzen Zeit. Den hatte ich aber vorher schon, nicht so. Dann konnte Katrin auch ihren ersten Afrowels haken. Und los ging die wilde Fahrt. Katrin benutzt auf der einen Route genau das gleiche Setup wie ich auch, die gleiche Route, gleiche Rolle, nur eine etwas dünnere Schnur, ich glaube mit 0,23. Ich habe jetzt gute 3 Jahre nach der passenden Route für mich, von meinem Empfinden her, für Afrowels gesucht und bin mit den kurzen Karpfenrouten mit 3 Meter und 2 Lips bestens bedient. Also wirklich Top-Routen. Da kann man einwandfrei und ordentlich gegenhalten. Selbst für Störe kann man die benutzen. Und wer ist wieder dran? Der Toni, nächster Fisch, es läuft. Die ersten Afros, die der Toni fangen konnte, bekam er auf einen Kombiköder aus Räucherlachs und ich glaube einen Tauwurm halb oder einen ganzen, ich bin mir ganz sicher. Die Fische hatten so eine Durchschnittsgröße von, ich sag mal, 1,5 bis 2 Kilo. Es waren noch ein paar kleinere dabei, von 8 bis 900 Gramm. Aber auch Ausreißer nach oben mit 3 bis 4 Kilo hatten wir auch. Topfische.
dann konnte Katrin wieder zuschlagen. Fisch Nummer 2, sehr schön. Habe ich mir ein Blei direkt vor den Haken gemacht, wo der runter geht. Da ist der ganze Köderfisch die ganze Zeit dran. Ich habe die Magen angeködert an einem 6er Karpfenhaken, an einem White Gap von Corda. Und der ist zu langsam abgesunken. Das heißt, jedes Mal haben vorher die kleinen Köderfische mir die Magen zerrupft und die gingen gar nicht bis weit, dass die Abrufs danach schnappen konnten. Dann habe ich ein kleines Klemmblei über den Hakenschenkel gemacht. Ich kam schneller nach unten und in dem Moment schnappten direkt die Abrufs nach. Beißzeit, jetzt läuft es auch bei Katrin rund. Fisch Nummer 3 im Drill. Ist dran? Aber andere. Andere? Die Arschkarte an dem Tag hatte Dirk gezogen. Er hatte zwei- oder dreimal Kontakt mit dem Afro, auch wohl ein- oder zweimal dran gehabt. Er konnte erst dann seine ersten in der Nacht kriegen. Lass ruhig nur immer die Köder drüber. Seit wenigen Tagen hatte Alex auch von einer Jungkrähe Besuch, die irgendwo ausgebüxt war. Das ist eine Handaufzucht, die war so zahm, die ließ sich auf die Hand holen. Da habe ich sie mal vor die Kamera gehalten und sie war sehr interessiert an meinem Windschutz. Hm? Nicht mein Mikrofon fressen. Katrin, wo ist mein Mikrofon? Du bist ein Räuberchen. Sehr leicht bestechlich mit Mehlwürmern, nur zur Info. Die einen oder anderen werden schon wissen, Afros lassen sich auch relativ gut anlocken. Mit der Rutenspitze leicht im Wasser planschen. Das reizt die Fische, die kommen gucken, weil sie sehr interessiert und neugierig sind. Das könnte ja Futter geben. Und es dauert auch nicht lang, dann ziehen direkt Afros um den Köder bzw. um die Störenstelle herum. Hier kann man sehen, dass der Fisch den Köder kurz genommen hat, da in der Pose direkt Luftblasen hochkommen. Leider nicht voll durchgeschluckt und die Pose hatte sich auch ganz kurz im Schilf verfangen. Afros sind Lungenatmer, die zum Atmen an die Oberfläche kommen. Hier kann man in Zeitlupe sehen, wie die Fische das machen. In die Einstellung kann man sehen, dass die Afros direkt am Rand vorbeiziehen. Ich habe versucht, eben den Köder schmackhaft zu machen und vor die Schnauze zu halten. Doch in dem Fall wollte er nicht. Die Afros sind, wie gesagt, immer im Bereich von einem halben Meter bis Meter von rechts nach links und links nach rechts patrouilliert. Hier kommen gleich die nächsten Interessenten vorbeigezogen. Zwei schöne große, einer, den man erkennen kann, und der zweite war ein bisschen dahinter. Der kommt kurz an die Oberfläche. Da waren zwei richtig dicke Boote, ey, gibt's nicht.
jagen sich gegenseitig. Ich kenne den schon, der eine füttert den auch schon. An der Anlage ist es so, dass wirklich die meisten Afros ufernah gefangen werden. Toni probiert es auch direkt wieder vor dem Ufergras auf den Köder vorbeizuziehen und je nachdem schnappen dann die Afros aus dem Kraut heraus nach dem Köder. So kann man sie eigentlich ganz gut überlisten und teilweise auf Sicht ist es noch einfacher. Ich hab dir gleich ein Video gefunden, wie hoch das ja. Ich hab das. Ich hab immer ein Schild reingezogen, aber fort. Blasen gesehen, abgetaucht, weg. So, nächster Versuch, Afrowels auf sich zu fangen. So, die Pose geht runter, die Blasen kommen gleich hoch. Was sagt uns das? Der Afrowels hängt. Mit dem Beißverhalten macht der Afrowels seinem Namen als Raubwels alle Ehre. Ja, sobald die irgendwas an den Barteln spüren, schnappen die nach. Ob das ein Wurm ist, ob das Räucherlachs ist, ob das Mehlwürmer sind. Man kann wirklich gezielt die Tiere anwerfen, vorbeiziehen und die schnappen nach. Den nimmt ihr sonst mal runter, lässt ihn wieder raus. Echt der Knaller, ne? Du lässt ihn runter, der schluckt den, spuckt ihn direkt wieder aus. Schnell kannst du ihn nicht anhauen. Das ist echt der Knaller. Da musst du mich mal angucken. Keine Chance. Ich habe dann teilweise meine Vorfächer auf 30 cm eingekürzt, um wirklich ganz dicht am Rand angeln zu können. Hier kann man noch sehen, was für ein Betrieb an meinem Platz war. Links ein Fisch, gleich rechts ein Fisch. Es war ordentlich Fisch drin und wir haben auch eigentlich ganz gut gefangen. Wir wollen nicht meckern. Mit Einbruch der Dunkelheit kamen die nächsten Bisse. Oh, der nächste. Grünen. Schön. Ich habe es mir gerade bequem gemacht auf der Liege, da ging der Bissanzeiger. Der Kamerad hat gar nicht viel Schnur gezogen, er hat den Köder nur genommen, ist stehen geblieben und so konnte ich ihn relativ schnell landen. Die Nachtaufnahmen sind relativ dunkel, ich hatte zwar einen LED-Strahler mit, wollte aber die Mitangler mit dem unnötigen vielen Licht nicht belästigen. Ging auch so. Hier kann man auch sehen, dass das Vorfach relativ kurz ist. Ich habe wirklich konstant durchgefischt mit meinen Fleischmarden. Das ging wunderbar. Das habe ich seit letztem Jahr auf dem Schirm mit den Fleischmarden. Nachdem ich einen Tag so rasiert worden bin und morgens erst erfahren habe, dass der Mitangler auf Maden gefangen hat. Die Woche zuvor war ich auch beim Abendangeln, einmal Freitag, einmal samstags, und das Bonusmaterial besteht aus den Aufnahmen. Thank you.
sieht das so aus. Das kommt zu. Das ist noch eine dicke. Zeig den Kraut. Mhm. Ich bin fast in die Kescher geschwommen. Schön, ne? Schön, ne? Ich freue mich schon hier. Vielen Dank. Aber hängt. Hier auf Magen. Johnny. Dicker Johnny. Nicht so gut. Ich will wohl noch auf die Kirche. Nächste Runde rückwärts. Nette verloren. Super. Merci. Ja. Das ist nach vorne. Oh ja, schöne Blasen. Schöne Blasen. Guter Fisch. Oh, wieder ein Dicker. Dass du echt ein Bilderbuch bist. Genauso soll es aussehen. Und das ist der beste Indikator, dass der Fisch dran ist. Incoming. Was ist denn?
Löwe. Und nicht der Löwe. Ja, da kommt die Welle hoch, von dem habe ich das gesehen. Bestimmt da hinten, da kommt die Welle hoch. Die Maden hatte ich noch von der Woche zuvor übrig und die haben schon ordentlich nach Ammoniak gerochen. Keine Geheimnisse preis, ne? Der verarscht einen nur. Dann bin ich zum Alex rein, wollte einen Kaffee holen. Da hat mich einer verarscht. Da hat gesagt, ich bin einfach Maden. Und ich sagte, nee, er hat nur ein Päckchen Maden, alles ausgekauft. Hat er mir halt noch geschenkt und dann haben wir noch welche gefangen. Übrigens ist auch die Seeterrasse an dem Restaurant Zieferischer Mühle sehr zu empfehlen. Auch wenn man nicht angeln geht oder man mit seinen Familienmitgliedern frühstücken will oder brunchen, wirklich Top-Adresse. Sehr zu empfehlen. Jetzt. Mach einen Tisch, ja. Super, danke dir. Unser geselliges Nachtangeln war auch noch ziemlich erfolgreich. Den Vogel hat der Toni abgeschossen mit insgesamt 12 Stück. Katrin hatte 4, Dirk konnte in der Nacht noch 2 erwischen und ich war mit 8 Stück auch wirklich sehr gut mit dabei. Wer es noch nicht gemacht hat und mal Interesse hat, schönen Afrowälzer zu fangen, dafür ist die Zieferische Mühle wirklich bestens geeignet. Gerade für Anfänger, die noch nicht so den Dreh raus haben oder sich scheuen vor großen Seen, hier läuft's. Probiert's aus, es lohnt sich. Hier noch ein paar Bilder vom Nachtangeln. Wir hatten wirklich viel Spaß gehabt, viel gelacht, tolle Fische gefangen mit teilweise Einzelgewichten, die wirklich schon gut waren. 3-4 Kilo hatten teilweise manche Fische. Wir haben uns gemütlich gemacht mit Liegen, die Rodpots aufgebaut. Hier ist mein Rodpot mit den Diverrouten. Eine Jungkrähe hat man auch nicht jeden Tag mal auf dem Arm. Sehr intelligentes Tier und wirklich schöne Vögel. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere aus dem Video für euch mitnehmen, abgucken oder auch lernen. Ich sage, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.